Kuckuck und hallo, ich grüße euch heute aus dem wunderschönen Stillachtal. Es befindet sich genau hinter mir. Ja, und was natürlich auch herrlich ist, sind morgens dampfende Wiesen, wenn gerade so die Sonne hochkommt und hinter dir dampft es einfach. Das sieht man hier sehr schön. Hat was. Die Sonne brutzelt den Tau auf den Wiesen ein bisschen weg. Und dann geht es hier wunderbar ins Stillachtal hinein. Einötzbach übrigens, das südlichste Dorf Deutschlands. Und das werden wir heute auch noch mal sehen, auf jeden Fall. So, das hier ist der Gasthof Einötzbach. Kann man auch mal einkehren, sich noch mal stärken, bevor es dann hier in Richtung Bergspitzen geht. Da war es ein bisschen schlammig da vorne. Dafür gibt es hier ein bisschen Honig. Sehr schön. Und hier geht's weiter. Ja, also auf jeden Fall hat man hier seine Ruhe. Hier ist deutlich weniger los wie Richtung Rappenseehütte. So, heute Nacht hat es geregnet. Von daher ist es ein bisschen eine matschige und schlammige Angelegenheit. Aber nichtsdestotrotz entschädigt mal dieser Blick für jeglichen Matsch, würde ich mal sagen. Ich bin übrigens das erste Mal hier. Ich bin schwer beeindruckt, wie schön es hier ist. Ja, Wahnsinn. Kleiner Weg am wilden Fluss entlang und immer weiter rein in die grünen Alpen hier, in die grünen Allgäuer Hochalpen natürlich. Hier noch ein bisschen Gemüse. So, der Wald lichtet sich, es wird auch trockener und jetzt geht es darum, ein paar Bäche zu forten. Ich nicht gerade von meinen Schuhen erzählt. So sieht es aus gerade. Ich habe gerade ein Talent, immer dann hohe Schuhe anzuziehen, hohe Wanderschuhe, die unnötig sind, oder wie heute kurze Wanderschuhe. Schön bequem, schön leicht. Aber jetzt sind sie nass nach dem kleinen Walk durch das Flussbett. Natürlich die Kante, damit der Wasser reinläuft, natürlich entsprechend niedriger. War, glaube ich, jetzt nicht so clever. Aber dafür sind die Schuhe schon mal eingelaufen. Das ist da auch schon mal was.
Träumchen. Ein absolutes Träumchen ist das hier. Da lasse ich mir noch gerne die nassen Schuhe gefallen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist hier was zum Furten.
Schmidt mal ran, dass er nicht abhaut. Er bleibt stehen, sehr schön. Aber für einen kurzen Moment von der Hütte aus habe ich echt gedacht, ja, von der Hütte aus dachte ich wirklich, der ist, hier steht gerade ein Steinbock. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne den hier da, abonniert den Kanal. Ich danke euch fürs Reinzappen. Ciao, macht's gut, bye bye.